Hallo liebe Menschlein, willkommen zurück zu Stellaris im Jahr 2111. Für mich war das jetzt wieder ein Break. Ich habe aber schon vorher, glaube ich, bin ein bisschen wieder reingeguckt, was hier so los ist. Und dabei ist mir aufgefallen, dass hier eine Flotte steht und dann ist mir wieder eingefallen, dass wir ja einen Krieg auf dem Papier schon verloren hatten, nur noch nicht in der Realität. Unsere Wirtschaft sieht auch ein bisschen geschmälert aus. Ich schätze mal auch, dass das an dem Krieg liegt. Und dann habe ich mir angeguckt, was können wir machen? Und mit dem weisen Blick, akzeptierend auch von Verlusten, habe ich mal geguckt, was eigentlich bedeutet, wenn wir jetzt Status Quo setteln. Status Quo würde bedeuten, wir, die Attacker, nämlich mein Boy hier, Makaro Administration, der bekommt Irimadon, Odlamon und Fug. Das müssten irgendwelche Eroberungen hier sein. Eremadon, Odlamaron und Fugt. Die halt zum Beispiel zwei Modes haben. 20 Minerals, 12 Energy, 12 Science. Beruht, wissen wir nicht ganz genau. Wahrscheinlich nicht explored. Wir könnten selber hier noch rein claimen. Allerdings endet mein Reich hier. Bringt also nicht so viel. Die Systeme dann verschenken. Aber unsere Influence ist auch bei 200 Stack, also wollen wir das wahrscheinlich erstmal nicht. So, und für den Verteidiger, also unseren Feind, das Rufarian Imperium, bedeutet das, dass sie Spoa und Ejok bekommen. Und Spoa und Ejok, das sind diese beiden hier, die halt einen Wert von 14 Science und 5 Energy haben. Und ich auch offiziell nicht mehr zu meinem Grenzgebiet zählte, auch wenn mein Gebiet hier so connected. Aber meine Grenze öffnet offiziell hier in Hiamid, weil ich. Ja, hier kommt man ja nicht durch, wa? So, und in Hiamid gibt es einen Planeten. Hiamid Prime. Der wird gerade belagert von dieser Riesenflotte. Und da kommen bestimmt auch irgendwann die Transportschiffe. Da sind sogar irgendwo welche. Ja, dieses System in der Mitte. Und wenn er hier einen Claim hat, könnte ich das System verlieren. Deshalb würde ich jetzt Status Quo anbieten. Und. Ja, Wargoals werden disregarded. Und hoffentlich nimmt er das an. Okay. Dann gucken wir mal durch unsere Wirtschaft. Wir sind das Biologievolk, was einfach unlimited wächst. Deshalb haben wir auch gut Arbeitslose. Und die werden aus irgendeinem Grund hier schon nicht mehr angezeigt an dem Outliner. Und dann habe ich auch geguckt, wir haben hier so ein paar Frontier-Planeten, zum Beispiel Orphan, das ist hier der erste. Ist ein bisschen nervig. Hier sind zwei, die nicht im Sektor drin sind. Das sieht man an dieser weißen Grenze hier. Und das wollen wir mal ändern. Ein Sektor ist immer eine Sektorhauptstadt und dann hat es vier Hyperlanes Range. Das heißt, wenn wir Kornagi in eine Sektorhauptstadt kriegen wollen, die nicht Kornagi ist, weil Kornagi ja direkt an einem anderen Sektor ist, ist das sinnlos, haben wir hier 1, 2, 3, 4 und dann müsste einer der beiden in der Hauptstadt sein. Das geht eigentlich ganz gut. Bei Ennust ist es einfacher, weil es hier nur 1, 2, 3 und dann 4 ist. Also hier dieser eine Planet, das eine System hier extra, das macht den Weg länger. Und dann würden wir die alle hier schon mal in einen Sektor kriegen. Kyubis ist unsere zweite Science-Stadt. Das fände ich daher nicht schlecht. Das hier ist eher nur so eine Random-Stadt. Dann klicke ich hier auf Create New Sector. Dann seht ihr, dann hat sich hier die Grenze genau angepasst. Das haben wir hier, das muss ich erst noch aktualisieren. So, und in diesem Sektor haben wir letztendlich, können wir noch einen zweiten Governor haben. Den Typen haben wir irgendwo geschenkt bekommen, wa? Also prinzipiell ist er ein Alien und wir sind xenophob, wir mal mögen keine Ausländer. Demnach, ja, und Building Upkeep und 10% Unity ist auch ehrlich gesagt nicht so richtig, was man will. Nicht so richtig. Es wäre, ich glaube, ein neuer Science Governor wäre angemessen. Die hier kosten weniger, deshalb kann ich jetzt die mal benutzen zum Shuffeln. Hab ich zum Glück zwei von. Hier ist ein neuer Admiral. Der hier ist schon 135. Der fängt jetzt an, die Chance aufzubauen, zu sterben, jedes Jahr. Es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir einen neuen holen, außerdem ist der eh so korrupt. Dann kann der jetzt in Rente gehen. Holen wir uns hier den neuen, dadurch shuffeln wir auch wieder. Wir kriegen einfach keinen Science Boy. Aber jetzt haben wir ganz schön viel Unity ausgegeben.
Dann benutzen wir erstmal den Admiral hier. Das schadet auch nicht. Also ich sage, Admiral ist ein Retired Fleet Officer. Dann kriegt er erstmal XP. Mein Gott. Ist jetzt auch nicht so die Welt. Aber es ist halt schon mal was. Er gibt was. Gibt er nicht irgendwas auf Level 1? Ah, hier. 2% Ressourcen auf alles. 2% weniger Size und minus 3 Crime. Das ist schon mal was. Size ist hier oben. 700 sind wir da. Technologie kostet plus 60%. Tradition Adoption kostet 120%. Einfach weil wir so ein großes Empire sind. So, dann lasse ich mal eine Sekunde laufen. Hoffentlich nimmt er den Frieden an. Attacking enemy vessels. Ja, tut er. Sehr gut. Okay, dann kann ich hier wieder pausieren. Warum gehen unsere Ressourcen so in die Binsen? Vielleicht hätte ich mir meine letzte Folge mal ansehen sollen. Aber das fixen wir jetzt einfach. Alles voll mit einer Angler. Wir haben irgendwo, genau, ich wollte mal gucken. Wir haben ja hier eine Dingenshauptstadt. Ach genau, das habe ich hier im Pausen, bevor ich aufgenommen habe, schon gestartet. Ich habe hier mal so ein Monument gebaut. Hier haben wir sowieso 25% Unity Form Drops. Deshalb bauen wir die ganzen Unity-Sachen jetzt. Das Ding hier noch, dieses Monument, gibt nochmal 5% Unity Form Drops. Das können wir upgraden. Dann habe ich auch gesehen in den anderen Städten hier, wenn wir die Capital groß genug haben, dann können wir das auch upgraden. Irgendwo war das der Fall. Hier zum Beispiel. Irgendwo waren wir auch sogar unhappy. Hier ist es sogar noch besser. Hier sind wir. Die Amenities sind minus 2. Und das wirkt sich auf die Happiness aus. Können uns ja hier mal so einen Angler angucken. Hier. Seine Happiness setzt sich zusammen aus 10% seiner politischen Fraktion. Ausländerhasser sind halt immer glücklich. Dann 10% from Pop Jobs. Das sind, erkläre ich gleich. Und der Lifestyle, den wir gerade haben, plus 20%. Und minus 3 durch die Amenities hier. So. Also 86% für einen Worker ist echt gut. Also, wenn man sich das hier anguckt, unser Schnitt ist alles ungefähr gleich happy. Euer, obwohl manche halt wirklich in der administrativen Sparte als Politiker arbeiten. Andere dürfen irgendwie entertain oder für die Kultur machen oder sowas. Und die hier müssen angeln. Trotzdem sind sie happy. Also, ist schon cool. Schon sehr gut. Das wirkt sich dann halt auf die Stability aus. Da kommt irgendwo hier da die das unterste in der ersten Kategorie 78% Pop-Approval Rating, gibt 16 Stabilität. Und dann darunter steht, Effekte von hoher Stabilität sind 15,6% Ressourcen vom Jobs. Und das schlägt sich dann hier wieder bei dem Angler durch das dritte von unten. 15,6% ist ein guter Anteil. Deshalb angelt der nicht einfach nur 8 Äpfel aus dem Ozean, sondern 28,26. Wir sind da sehr effizient. Okay, und diese eine Happiness kommt hier durch diese Culture Worker. Wir haben 4 Stück, deshalb hat er der 10% Happiness. Und das finde ich cool. Und wenn wir das hier upgraden, kostet uns das erstens keine strategischen Ressourcen, wie normalerweise die Gebäude-Upkeep-Sachen. Wir haben im Moment 4 Culture Worker und 10% Unity from Jobs. Und wenn ich das upgrade, 15% Unity from Jobs und 6 Culture Worker. Und das produziert an sich auch ein Dingens mehr. Ein Unity, das Gebäude. Ja. Achso, pro Ascension Perk. Und dann nochmal 5 sogar für einfach nur Base, ja. Also es sind 6 Unity plus nochmal Culture Worker, die machen. Was machen die? Unity, Naval Capacity, Happiness und Governing Ethics Attraction. Wie viel Naval Capacity kriegen wir denn durch die Leute? Und Popjobs, 34 ist gleich das erste. Ja, mein Gott. Take it. Dann können wir mal in die Faction reingucken. Ich sehe schon, die erste ist einfach komplett happy. Dann haben wir so ein paar andere. Suppressen wir die eigentlich? Nee, tun wir nicht. Aber vielleicht hätte ich das nicht. Nee, machen wir lieber nicht. Bis wir unsere Wirtschaft gefixt haben. Weil die wären ja dann sehr unhappy und das wollen wir nicht. Außerdem können wir mal bei den Ethics reingucken. Hier sind wir zwar schon drüber über unserem Fund. Wir bezahlen also mit Unity für die 48, die wir drüber sind. Aber wir holen uns hier halt auch 3 Stability. Wir holen uns hier 10% weniger Amenity Usage. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, wir haben auch genug Strom, um uns sowas hier zu erlauben. Obwohl ist das 119 pro Monat? Mal gucken, ob wir uns das erlauben können. Aber xenophobe Ethics Attraction, dann haben mehr Leute, die hier in diesen Gammelparteien sind, wandern in die Hauptpartei, werden happy und werden dadurch produktiver. Das ist eigentlich gut. 10% Unity nehmen wir noch mit.
Consumer Goods Upkeep. Energie habe ich vielleicht nicht. So, und hier unten haben wir jetzt diese Ambitions. Die habe ich, glaube ich, letztes Mal ignoriert. Das ist faktisch, hier können wir Unity nochmal extra ausgeben. Wenn man zu viel hat, wenn man durch die Bäume da oben durch ist. Was kostet halt 600? Das ist ein großer Anteil von dem, was wir haben. Wir wollen hier noch durch den Baum, dann haben wir noch einen offen. Dann kriegen wir durch den Baum noch einen Ascension Perk und durch den Baum noch einen. Und dann haben wir alle 8 Ascension Perks. Wir haben sogar noch eins offen. Dann also überlegt man natürlich, wo wollen wir jetzt hin. Und eigentlich sind wir soweit happy. Wir könnten... Haben wir schon Gigastrukturen? Oh Gott, wir haben ja sogar schon Galactic Wonders. Das wollte ich gerade noch suchen. Da können wir eine Ringwelt bauen und noch mehr Food prodden. Denn Late Game brauchen wir irgendwie auch Late Game Food. Aber okay, das ist ja Empire Size von Planets. Das heißt bestimmt von Kolonien, ne? 140. Das ist ziemlich mau. 40 Size. One Vision ist nochmal ja, der Blick nach innen. Wir werden halt irgendwann auch Krisen facen müssen. Zum Beispiel hier könnten wir 50% Damage kriegen. Das sollte man nicht ignorieren. Ich überlege aber allerdings gerade, ob wir selber die Krise werden. Denn wir haben schon Vasallen. Ich glaube 3, wa? Ist das hilfreich? Das treibt das Krisenmeter voran. Außerdem unsere nächsten Nachbarn, er hier unten, er hier oben und so in gewisser Weise auch er hier, sind riesig. Wenn ich mich rechtlich entsinne, Pan Muran Organism, das ist der Violette hier oben. Xeltec Consciousness, der Robo hier unten. Das sind wir. Und Rufarian müsste auch hier bei den Top-Leuten sein. Ja, hier. Der ist schon fast noch der Schwächste, aber sein Militär hat uns echt überzeugt. das heißt, es gibt keine kleineren Targets mehr, die man aufessen könnte. Das hier ist ein Ascendancy, das hier ist ein Ascendancy. Die können wir nicht fighten, die sind noch stärker als die anderen alle zusammen. Deshalb müssten wir noch... Wir müssten einen neuen Weg gehen, wenn wir hier wirklich kämpfen wollen. Ein neuer Weg wäre, die Krise zu werden. Ich sehe auch nicht, wie wir das in 100 Jahren, wie wir die ganze Galaxis erobern. Wir könnten natürlich mit Score Victory gewinnen. Ah, das schaffen wir. Wir sind jetzt schon Erster unter den normalen Völkern. Und das hier sind die beiden Ascendancies, die überholen wir auch noch. Aber das machen wir. Wir gehen die Krise dieses Mal. Das gibt uns hier eine neue Seite. Und hier gibt es 5 Stufen. Der 5. Stufe werden wir die Galaxie auslöschen. Das ist schon mal so unser Ziel. Wir bauen hier eine Engine, eine Megastruktur, die uns erlauben wird, in eine andere Form der Existenz zu gehen. Und dafür müssen dann alle anderen Formen der Existenz sterben. Und das passt ja eigentlich ganz gut zu unserem Xenophoben-Stil. Der Anfang ist, wir können Menace sammeln. Wir dürfen jetzt purgen, falls wir es vorher noch nicht durften und sind jetzt sehr effizienter. Und Subjugation, ja okay, können die Leute einschüchtern. Hier sieht man so ein bisschen, wie viele von diesen Menace-Punkten man kriegt. Zum Beispiel hier purgen oder Starbase zerstören, Sachen zerstören. Empires Vessel leiten, aber hier Retain Vessels. Das ist jährlich, ja, annual. Ja, da sammeln wir einfach ein bisschen Menace, dadurch, dass wir schon Vasallen haben. Auf Planeten, die arbeitslos sind, wo ich das Ding upgraden kann, werde ich das Ding einfach upgraden. Oh Gott. Hat hier mal einer dran gedacht, einen Entertainer zu bauen? Nee, nicht eine Genklinik. Also erforsche ich das nicht gerne, dann ist das nicht ganz oben. Hier ist fein mit Happiness. Hier muss irgendwann noch dieses Super Science Ding gehen, genau der. Und hier haben wir auch keine Jobs mehr. Heißt, wir upgraden jetzt sobald... Ah, wir brauchen Gaza, okay. Hatten wir nicht so einen Planeten, der... Haben wir ein paar Planeten nichts zu tun haben. Alle arbeiten schon als Angler. Oh Gott, wir müssen... Okay, Food. Wir müssen irgendwie an Food kommen. Hier sind auch keine Jobs mehr. Hier ist so ein Refinery-Planet. Können wir mal Grüngas anbauen. Nicht mehr davon.
Was ist das für ein Planet? Gibt sogar Clerks. Habe ich den neu gegründet? Sieht ja furchtbar aus. Research Assistance? Warum? Geh auch lieber in die Welt exploren. Also was will er hier? Research Assistant? Zero Research Output. Warum hat der Planet so wenig Slots? Oh, hier kann man Gase abbauen. Das ist interessant. Das sollten wir machen. Das hier ist noch besser als die Chemical. Also einerseits klaut es uns keine Minerals und andererseits sind die sogar effizienter. Oh, Job. Einfach ein Zehner, eine 10er Gaia-Welt. Warum habe ich die? Hier kann ich auch wieder Einwohner prodden ohne Ende. Ach, hier fehlt noch dieses Energy-Super-Ding, genau. Diese Energy sollten wir produzieren. So, hier keine Jobs, warum nicht? Der Planet ist voll mit Alloy-Workern. Machen wir sie happier, kriegen wir mehr Alloys. Von 3 auf 10, na, ist jetzt schon super. Effizienz der Bevölkerung. Okay, die hier wandern aus. Das ist gut. Ist auch, es gibt einfach nirgendwo Jobs. Hier können wir noch Farmer, wir brauchen Farmer, ist ganz wichtig. So, hier gibt es auch keine Jobs. Können wir mal das upgraden? Vielleicht liegt das auch damit zusammen, dass wir irgendwelche Alloy-Jobs oder so geupgradet haben und deshalb jetzt im Food-Defizit sind? Wer weiß. 48 Scientists, der Planet ist einfach fertig. Können wir hier irgendwas machen? Haben wir schon dreimal gemacht. Tja, der Planet ist einfach so, wie er ist, ist er fertig. Kann hier noch ein paar Mal ascenden dann. So, ich will mal durchtappen, ob ich auf Foodplaneten auch dieses Ding gebaut habe. Hab ich. Ein Foodplanet könnte allerdings. Hier könnten wir allerdings noch Food anbauen. Gar nicht so schädlich sein. Ist das eigentlich die geupgradete Version? Ja, ist es. Hier könnten wir auch auf dem Science-Planeten, das haben wir zu Hause auch so gemacht, könnten wir auch noch Food anbauen. Der, wo ich eben war, der zieht noch gut Industrie hoch, heißt. Brauchen wir einen Entertainer. Heißt, der wird auch noch gut Food verbrauchen. Der hier wird auch noch Food. Okay. Also hier sind jetzt schon Arbeitslose. Wir können hier, glaube ich, ohne Probleme. Aber dann bauen wir eine Refinery weniger. Wir haben jetzt gerade noch einen anderen Spot gefunden. Und dann dafür das Food Processing Center, das ist einfach zu wertvoll. Dann würde ich schon fast eher so eine Kristallplant hier abreißen. Vielleicht machen wir das auch gleich. Ist der Planet hier eigentlich voll? Praktisch, aber wir upgraden noch. Ja, aber ich fange schon mal an. Ich fange schon mal an, ein bisschen Food zu bauen. Eigentlich können wir alle neun bauen. Okay, dann haben unsere Arbeitslosen auf anderen Planeten wenigstens auch was zu tun. Ich stelle ihr euch mal auf Arbeiten hier. Sofern mir was anderes auffällt. Der Piper Jump. Okay, ich sehe gerade, hier ist eine Connection. Durch den natürlich, aber ist der. Der ist spirituell. Wenn der wen durchlässt, wäre das gefährlich. Noch freie Scientists? Ne, okay. Gut. Disabled Gateway Epsilon. Da brauchen wir Energie. Können wir eigentlich? Ne, wir haben nicht mehr so viele Artefakte. Können wir noch Artefakte abstoßen? Ja, 10 brauchen wir dafür. Gateway Scyther. Gut, da sind wir am Upgraden. Starbases, ja. Alloys haben wir. Wir könnten vielleicht noch kurz eine Flotte aufbauen. Das ist natürlich eine harte Pausensession, die wir hier machen, aber so ein bisschen aufräumen vor und nach dem Krieg schadet eigentlich nicht. Das Ding auf jeden Fall. Gut aus, sieht gut aus. Ja, können wir noch ein bisschen mehr davon. Ich meine, es gibt bestimmt einen Grund, warum ich das nicht habe, oder? Ginyan, wo ist ein neuer Planet? Habe ich hier schon das Ding gemacht? Can be enacted a maximum of 3 times. Weiß bestimmt, dass ich das schon gemacht habe, oder? Ist irgendwo?
Logical Brain, cool. Ich schätze mal, dass ich es schon gemacht habe. Dann habe ich es abgerissen. Deshalb bauen wir hier den Transit-Hub, dass die Arbeitslosen auswandern können und einwandern und was noch. So, hier wird schon gebaut. Upgrade ist schon gequeued. Okay. Schauen wir mal F10. Was haben wir denn für Flotten? Ich glaube, das war der Spielstand, in dem ich verstanden habe, dass man nicht mehr Kristallplating machen darf, oder? Stimmt das? F9. Ja, ich habe hier eine Gemische. Ich habe hier sogar Vollrüstung. Oh, ich habe Torpedos, okay. Sehr geil. Giga-Cannons. Stormfire Auto-Cannons. Ich meine, es gibt noch eigentlich Kinetic Artillery. Ganz ehrlich, sind die, glaube ich, besser. Die haben Average Damage 40. Obwohl, die haben 60. Ich dachte immer, früher waren die, die Stormfire Auto-Cannons immer richtig gut gegen kleinere Targets, wenn man die in Small Slots hatte. Aber das sieht gar nicht schlecht aus. Average Damage 60. Die sind gut gegen Schilde, schlecht gegen Armor. Die hier sind auch gut gegen Schilde, richtig gut gegen Schilde und schlecht gegen Armor. 120 Range. Ach, die haben keine Range. Ja genau, deshalb gefallen die mir nicht. Ich will eigentlich, dass ein Titan, das ist so ein, das soll seinen Riesenlaser feuern von ganz hinten. Da gibt es übrigens bald in einem Solaris Update eine neue Waffe. Endlich, das wird super. Ich will, dass der ganz hinten chillt hier mit seinem Artillery Type. Stay at long range. So, Battleships. Auch hier. Kinetic Artillery. Eigentlich können wir Mono gehen, finde ich. Haben wir gerade gegen Armor ein bisschen Problem. Das ist, wo Energiewaffen scheinbar. Ja. Gamma-Laser haben 80 Range. Im Late-Game war früher das Game halt immer auf Range. Wer zuerst schießt, richtet so viel Schaden an, dass die anderen nicht leben. Ich glaube, ich bleib mal dabei. Ach so, super. Wie sieht's denn hier aus? Bauen wir? Ach, wir bauen einen Cruiser. Ach, der Flotte geht's gar nicht schlecht. Was ist sie denn? 20.000 hier oben. Wenn mal alle nach Hause kehren, der Krieg ist vorbei. Zion, der Krieg ist vorbei. Iras war, glaube ich, ein Shipyard. Oh, wir haben einen Koloss. Interesting. Transportflotte ist gar nicht so wichtig mehr jetzt wahrscheinlich. Koloss haben. Okay. 22 Minuten Folge. Muss leider hier einen Cut machen. Sich mal. Wir haben Wirtschaft gespielt. Es tut mir leid. Aber so ist das Spiel. Also. Hoffentlich, wenn ich jetzt nächste Runde dann endpausiere, geht's uns auch wirklich gut. Wir werden sehen. Bis dahin bleibt gespannt. Wir sehen uns dort.